Willkommen, liebe Clasher und Clasherinnen, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. So fangen meine Folgen ja eigentlich immer an, aber ist diesmal gar nicht so, denn ihr seht das, ich bin in einem ganz, ganz anderen Dorf. Der Account hier heißt witzigerweise sogar Toto. Und wir haben oft drüber diskutiert, wir haben ab und zu drüber geredet. Ja, ich habe es immer wieder erwähnt und immer wieder auf die lange Bank geschoben. Ja, das stimmt, ich habe es ein bisschen vor mir hingeschoben, weil ich halt ein bisschen, bin auch ein kleiner Schisser. Ja, denn wir haben ja einen Community-Clan. Der Clan hier ist der Clan Herausforderer und er wird eröffnet. Er wird geöffnet, nämlich am Samstag. Die Uhrzeit steht allerdings noch nicht ganz fest und ich habe ja immer noch Sorge, dass das Ding hier nicht voll wird. Aber am Samstag wollen wir diesen Clan hier befüllen und wollen auch einen Friendly CK machen. Also der letzte Friendly CK, den dieser Clan hier gemacht hat, ist 100 Tage her. Also 101 Tage war ich nicht in diesem Account hier drin und beziehungsweise das letzte Mal hat der Toto hier, der Unverschämte, der nur Max-Truppen haben will, das letzte Mal hier gefordert. Und ich blende euch mal die Tech dieses Clans hier ein. Also ihr seht das auch, Community Clan Toto Clash hat da mal irgendeiner hingeschrieben, der mich mal hier zum Anführer gemacht hat. Ihr seht das, der Clan ist leer. Das heißt also, der Toto hier ist hier nur ein Platzhalter, der wird hier rausgehen, um diesen Platz natürlich auch freizugeben. Und ich werde die Beschreibung hier heute noch anpassen. Und so ein bisschen hört es ja raus aus meiner Stimme. Ich sage ja immer wir. Ja, wir hacken wieder was aus. Und aber wie das ja so ist, kein Plan, Chaos, Action. Ja, so will ich es mal benennen. Und der Clan hier hat ja das letzte Mal gegen den Clan Skylife COC gespielt, hat sogar zweimal gewonnen hier. Und mal sehen, ob wir diese Siegesserie nicht wiederholen können oder anknüpfen können. Also, wir wollen mit euch spielen. Und aber wie gesagt, wir wissen noch nicht die genaue Uhrzeit. Und ich blende euch den Tag nochmal ein. Vielleicht setzt ihr euch ein Lesezeichen bei euren Twinks oder bei euren Mainchars. Wir legen uns da jetzt nicht so hart fest, was Rathäuser angeht, aber es muss natürlich eine gesunde Mischung sein, damit wir wieder einen, ich sag mal, einen ganz netten Clankrieg spielen können. Letztens waren es ein 15er und ein 40er. Ich denke mal, so 30, 40 wäre nicht schlecht, aber ich erkläre euch gleich die Spielregeln. Also Raute RVV 2CUV8. So heißt dieser Clan hier vom Deck her. Und bitte nehmt den hier nicht als Freundschaftsanfrage oder so, der fliegt hier wieder raus und kommt hier dann erst wieder rein, wenn wir den Clan hier wieder dicht machen. Wann das genau sein wird, weiß ich auch nicht. Letztes Mal hat er noch einen Tag gehalten, glaube ich, oder so. Und aber wie gesagt, er öffnet wieder am Samstag und ja, ihr seht das hier, das Dorf hier, ja, sieht nicht schlecht aus. Ne? Ich habe sogar noch, das ist ganz witzig, ich habe sogar noch einen Rambock hier, also so alt ist das ganze Zeug hier schon. Und ich würde aber trotzdem sagen, wir gehen hier mal rein. Und während ich hier einen adäquaten Gegner suche, natürlich nicht so eine Rusher-Bande, erkläre ich euch kurz die Spielregeln. Wir werden also hier auch ein paar Vizes haben. Ich werde natürlich bei den True Warriors anfragen, ob mich jemand hier unterstützen kann. Denn wir möchten diesmal wirklich nur Charaktere hier drin haben, die nicht klankriegsgesperrt sind. Das war letztes Mal unser Problem, dass etliche, die in die Clans reinkamen, hier dann eine Clankriegssperre hatten. Und da haben wir natürlich nichts von. Wir wollen ja mit euch Clankrieg spielen. Wie wollt ihr das machen, wenn ihr eine Sperre habt? Also, deswegen, oh krass, deswegen kommt das Video hier auch vor der Dorfbesuchsfolgen-Video. Also, die kommt heute auch noch zur Beruhigung aller, die jetzt eine Dorfbesuchsfolge erwartet haben. Es kommt heute noch um 16.30 Uhr. Also, keine Panik, ich habe es versprochen. Und versprochen ist versprochen und wird von mir nicht gebrochen. Also, wir werden hier ein paar Vizes haben oder ein paar Mods, ein paar Vizes. Und die werden hier gnadenlos jeden wieder rausschmeißen, der Clankriegssperre dann hat. Ja, es werden sicherlich wieder einige dabei sein, die machen sich da dann Spaß wieder draus. Und aber
wenn es möglich ist, nur Ungesperrte, ob das jetzt Twinks sind, Mains sind. Wir möchten natürlich alle Rathausstufen hier gerne drin haben, die Clankrieg mitspielen können. Also es müssen jetzt nicht hier 30 Highchars sein und dann 10 Lowies, sondern alles so eine bunt gemischte Truppe. Das macht sicherlich viel, viel mehr Spaß, als wenn man nur so Highchars hat. Und das an der Stelle mal kurz eingeworfen. Ah, nee, den können wir nicht machen. Der hat ja Mauern. Der hat ja Mauern. Ich habe ja keine. Und deswegen, also hier soll ganz klar am Samstag der Spaß im Vordergrund stehen. Und wir werden das auch vorher rechtzeitig bekannt geben, wann die Clans ihre Pforten hier öffnen. Es kann auch sein, dass das erst während des Streams ist. Also haltet ein bisschen Ausschau auf den Kanälen. Und ich muss ja nicht sagen, um wen es sich handelt. Also wir hacken wieder was aus. Und ja, ich finde das ist ja letztes Mal schon eine sehr spaßige Angelegenheit gewesen. Und wir erhoffen einfach, dass wir mal wieder so ein paar Stunden schöne Clash of Clans Stunden haben. Vermutlich auch gar nicht mal in den Abendstunden. Also es kann sein, dass der Stream am Samstag auch nachmittags läuft oder frühen Abendstunden. Und ich wurde ja letztes Mal schon gefragt, ob ich nahtlos ansetze mit einem weiteren oder ob ich einfach weiter livestreame, also von meinem Kanal. Ja, kann ich mir vorstellen, dass ich das mache. Ist also gar nicht mal so abwegig, dass ich dieses Mal einfach mit am Ball bleibe und... Oh, scheiße, der Magier. Eieiei, jetzt erwischt es mich hier auch noch. Und unten Bogenschützen. Toll, keine Liga, aber aktiv hier Clanburg-Truppen. Das sind mir die Liebsten. Und naja, oh, egal, da muss ich jetzt durch. Und ja, wie gesagt, kommt hier rein. Mit ab Level 3 kann man ja, glaube ich, hier spielen. Also ruhig 4er, 5er, 6er Rathäuser. Wir haben uns da noch nicht festgelegt. Ihr werdet sicherlich Näheres noch im Laufe der nächsten beiden, drei Tage hören hier. Und deswegen bleibt einfach am Ball hier. Und ich wollte das heute nur schon mal bekannt geben. Also auch vor der Dorfbesuchsfolge. Alle, die sich jetzt aufregen, ich wollte heute eine Dorfbesuchsfolge. Sie kommt um 16.30 Uhr. Bleibt alle geschmeidig, bleibt alle locker. Das wollen wir auch am Samstag auf jeden Fall sein. Und deswegen joint hier die Community Clans. Lasst uns wieder Clash of Clans live hier spielen. Lasst uns schön diskutieren, lasst uns lachen, lasst uns weinen, schreien, was auch immer. Also ruhig mal so ein bisschen mehr Action hier. Und letztes Mal war das ja schon bombastisch. Also das war ein tolles Event hier, hat uns super gefreut. Und dass das so gut geklappt hat auch. Und ist natürlich nicht ganz ungeplant und nicht ganz Chaos. Also ein bisschen Plan ist schon drin. Aber vieles ist natürlich auch ungeplant. Also ich weiß nicht, ob ich diesen Clan hier voll bekomme. Ja? Ich hoffe es einfach mal nur. Letztes Mal ging das relativ zügig. Aber ob das diesmal noch so ist, das weiß ich nicht. Das war ja auch immer meine Sorge, wenn ich im Video darüber gesprochen habe oder in meinen Videos das angesprochen habe, Mensch, oder ihr in die Kommentare reingeschrieben habt, Toto, mach mal einen Community-Clankrieg und so. Ich war da ja immer skeptisch. Der muss auch voll werden hier. Das ist meine größte Sorge, dass ich hier Samstag sitze. Und der Clan hier wird nicht voll und dann gucken alle in eine Röhre. So ein paar werden sich sicherlich verlaufen. Aber das wird sicherlich nicht die Masse sein. Und deswegen an dieser Stelle schon mal der Aufruf, schon mal die kleine Ankündigung. Und ich hoffe, das ist ganz nach eurem Geschmack hier. Vor allen Dingen fürs Wochenende und das Stück am Anfang dieses Videos hier hieß auch Weekend in the City. Also... Hier bei mir heißt es natürlich eher Weekend auf dem Dorf oder auf dem Lande. Aber ganz getreu dem Motto, wir wollen da richtig schön was machen und wollen vor allen Dingen Clash of Clans spielen. Denn ich denke, das macht uns am meisten Spaß, vor allen Dingen so kleine Dörfer hier abzugrasen. Also ich muss mit dem hier auch mal ein bisschen vorankommen. Denn der kann natürlich im Clankrieg hier mitspielen, aber ich denke, der Platz ist nach wie vor für jemanden einfach besser aufgehoben, der hier in den Community Clan hart mit reinspielen will. Und ach, diese Minenwerfer, die machen mir natürlich zu schaffen. Und was ich eigentlich vermeiden möchte, ich möchte den Rambock nicht verbraten, ist ein kleines Relikt von vor 101 Tagen.
Und der hier, oh, der sieht gut aus. Der hat noch keinen Minenwerfer. Denn vor denen muss ich mich natürlich mit meinen super starken Bogenschützen in Acht nehmen. Und ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich denke mal, wir machen erstmal die Bogenschützentürme hier, dass wir die hier wegkriegen. Und die Kanonen sind ja, ja, mal gucken, ob wie die jetzt reinlaufen. Ich spam die mal so ein bisschen rein hier, die Truppen. Aber ja, schön. Schöne Level 1 Bogenschützen hier. Ist echt schön anzusehen hier. Anfänger aus Clash of Clans. Also auch das mag ich besonders. Die Kämpfe dauern hier. Ja, ich will nicht sagen, sie dauern relativ lange. Aber es ist ja noch keine so DPS-Gewalt da. Und es würde mich freuen, wenn auch etwas niedrigere Rathausstufen hier mit uns spielen. Also so 5, 6, 7. Das würde mich unheimlich freuen. Aber natürlich auch ein paar 9er, 11er, 10er. Halt ein schöner, voller Clan hier. Also wirklich möglichst ohne CK-Sperre. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Die Fizes werden einfach hier so rauskicken. Wer also Clansperre hat, das müsst ihr uns dann einfach nachsehen. Denn wir haben auch nur eine begrenzte Uhrzeit irgendwo. Wir können ja nicht erstmal jetzt 4 Stunden den Clan voll machen. Dann suchen wir uns den Gegner und dann spielen wir den Clankrieg. Das wird ja alles zu lange dauern. Deswegen muss das schon so ein bisschen mit Action hier stattfinden. Mal sehen, ob meine Bogenschützen hier noch Action machen. Jawohl, ich habe das Rathaus wenigstens erwischt. Wunderbar, habe auch ein paar Ressourcen eingesammelt, aber ich kann immer noch nichts forschen. Ich brauche 50.000 Elex für die Bogenschützen auf Level 2. Denn dann gehen die ja nochmal richtig ab. Aber ich denke, 72% ist in Ordnung. Ah, okay, ich könnte jetzt nur noch den Rambock setzen. Den spare ich mir mal und dann bauen wir die Truppen mal nach. Ich blende euch, oh schön, Sternbonus gekriegt, das ist auch nicht schlecht. Ich blende euch den Tech jetzt nochmal ein, werde den aber auch nochmal verlinken hier. Und wie gesagt, bitte den Toto hier nicht mit reinnehmen in irgendwelche Freundschaftsanfragen, sondern merkt euch den Clan, macht euch ein Lesezeichen und clasht mit uns am Samstag. Ihr wisst genau, von wem ich rede. Ich denke mal, ist wieder eine coole Sache. Wir haben heute Nachmittag ein paar Stunden drüber diskutiert und gesprochen. Natürlich immer so ein bisschen, was kann man optimieren? Wie können wir was anders machen? Und deswegen wird das sicherlich ein toller Aufruf hier. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Wochenende. Ich freue mich auf euch hier im Community Clan. Herausforderer, es ist ja eigentlich nicht wirklich mein Clan. Es hat ihn ja jemand anders gegründet. Er hat ihn mir überlassen. Und ich finde es schade, wenn wir ihn löschen. Wir wollen ihn ja jetzt wieder befüllen. Und ich würde sagen, bis zur 16:30 Folge. Euch allen einen schönen Nachmittag. Bis dahin, euer Toto. Clash.